Meine Herren, wenn die Union glaubt, sie bekommt die SPD zur Flatrate, da kann ich nur sagen, wir sind eine internationale Partei, bei uns sind Roaminggebühren fällig. Ja, die EU aber drastisch reduziert hat. Und was ihre Internationalität angeht, kann ich sagen, so weit ist es ja nicht weit her. Es ist jedenfalls nicht bekannt, dass Herr Obama ihr Handy abhört. Meines schon. Gell? Gell? Na also. Ich würde sagen, die Union muss jetzt erstmal wieder liefern. Die Pizza für den Herrn kommt später. Was heißt hier liefern? Wir haben schon genug geliefert. Mindestlohn, die SPD hat einen Mindestlohn von 6 Ministerien. Also wenn das nicht reicht, muss ich Ihnen ehrlich sagen. Kommen wir doch mal auf die Maut. Wie war der Satz nochmal? Mit mir wird es keine PKW-Maut geben. Ja, meine Güte, das war ein Verständigungsproblem, nicht wahr? Herr Seehofer als Vertreter der Maut kommt bekanntlich aus Süddeutschland und mein Bayerisch ist nicht so gut, dass ich die Maut als die Maut verstehe, die Herr Seehofer gemeint hat. Also, und was war nochmal mit dem Betreuungsgeld? Also mit dem Klein-Klein. Wir haben hervorragende Arbeit geleistet im Koalitionsvertrag. Und über Frauenquote, über Mindestlohn, über Maut, über Betreuungsgeld haben wir Kompromisse gefunden und alles vorgelegt. Aber nur, wenn wir alles finanzieren können, sozusagen. Ja, deswegen habe ich eine Mischfinanzierung vorgeschlagen, wie Ihnen bekannt ist. Ne? Mischfinanzierung? Ja. Wir machen den Mindestlohn, auf den wir allerdings eine Maut erheben, die aber nur bezahlt werden muss von den Ausländern, die in Chefetagen weibliche Führungspositionen übernehmen. Der deutsche Bürger soll nicht belastet werden von Mindestlohn und von Maut und auch nicht von Frauen. Meine Damen und Herren, das ist also das Ergebnis der Kungeleien einer Bonsai-SPD mit der Siegessäule der CDU, Frau Dr. Merkel. Ja, 3 Monate lang haben sie also gekritzelt und geschrieben und auf den Kopf gestellt und montiert an dieser großen Ausgabe von Angelas Märchenbuch, dem Koalitionsvertrag, der natürlich viel umfangreicher und versierter und ausgetüftelter ist als der letzte Koalitionsvertrag von vor 4 Jahren. Natürlich, Frauenquote und Mindestlohn und Doppelpass. Also, das kann ich Ihnen sagen, das wird harte Arbeit, das genauso nicht umzusetzen, wie zum Beispiel die Steuersenkungspläne der FDP. Aber das ist ja klar, die SPD ist ja auch ein bisschen größer. Das braucht harte Arbeit und viel Material und Kraft, um auch die SPD unter 5% zu bekommen. Also, meine Damen und Herren, damit guten Abend und herzlich willkommen zu einer neuen Runde der Politparade in einem Matthias Richling Show Special, in dem ich heute diskutieren möchte mit zwei tragenden Säulen des deutschen Bewusstseins, Helmut Schmidt, der uns in die Höhen des eigenen Geistes führen wird, wo der Ausblick so weit ist, dass man in der Nähe nichts mehr sehen kann. Und mit dem, der uns den Abort der Emotionen zeigt, das Sammelbecken menschlicher Gefühlsexkremente, mit Boris Becker. Und da Politiker Volksvertreter sind, haben sie gerade im letzten Wahlkampf sich ordentlich Mühe gegeben, auch Bürger wie Boris Becker würdig zu vertreten. Da schauen Sie mal. Ja, ich grüße alle da draußen zur neuen Staffel Deutschland sucht den Superkanzler. Die Sendung, die aus Knallköppen echte Kanzler macht. Mit Hits auf Seite 1 in den nächsten 4 Jahren jeden Tag. Meine Jury, was sagt ihr? Also geht doch. So, da kommt schon der Erste. Stell dich mal vor, wie heißt du? Ich bin Per Steinbrück. Per was? Per Einschreiben? Brück. Einbrück. Steinbrück. Ah. Was machst du beruflich? Was findest du gut an dir? Ich habe beste Bewertungen in allen Ratingagenturen. Ich bin kreditwürdig. Aha, und wenn du hier gewinnst, was machst du mit der Kohle? Ich spende Blut. Ach, so großzügig, ne? Ja, dann leg mal los. Wir haben das Honorar noch nicht verhandelt. Mensch, hier wird erst geliefert, sonst bist du geliefert. Und mach mal hin, ey.
Also, ich denke, ich bin's, ich kann's, ich werde es. Ich bin für die Bändigung der Finanzmärkte. Da meinst du vor allem dich, ne? Du bist ja in diesem Club Millionärer Nee, heißt das, ne? Dann will ich weiter. Du kommst hierher wie ein super Sparkassenleiter. Mich wird's dich nie bewerben dürfen. So wirst du nie Superkanzler. Mit Verlaub, das war nicht meine Absicht. Ich bewerbe mich hier als Redner für hochdotierte Wirtschaftskreise. Mich macht das eine Öffnung, findest du, Flitzpiepe? So, da kommt schon der Nächste. Sag mal, ich kenne dich doch irgendwo her. Warst du schon mal hier oder verwechsel ich das mit Menderes? Hello? Ich bin seit Jahren Dschungelkönigin im Deutschen Bundestag. Nicht? Ach, deswegen hast du diesen Miss Piggy-Charme. Ja, du kommst so verstrahlt rüber, so Richtung Tintenstrahldrucker. Jedenfalls, mein Name ist Angela, ist Englisch wichtig, ist egal. Ich will Deutschland nach vorne bringen. Deutschland ist die CDU, also will ich erstmal die CDU nach vorne bringen. Deutschland ist die schönste Nebensache der Welt. Jetzt gilt es zu beweisen, wer schneller ist im Geld vernichten, ein Wirtschaftssystem oder die Bundesregierung. Wir fangen mit der Bundesregierung schon mal an beim Geld vernichten, mit dem Betreuungsgeld. Dass die SPD weniger Stimmen hat wie wir, liegt daran, dass die Sozialfälle in Deutschland in der Minderzahl sind. Da können wir mehr leisten. Puh, nee, du warte mal. Halt mal die Luft an, du. Du bist ja wie ein Huhn, das gackert. Ich hab ein Ei gelegt, aber das Ei war nur Hühnerkacke. Ja. Du bist einfach geklont. Da ist ja nichts Echtes. Mein Outfit ist mega geil, aber für die Müllabfuhr in Castrop-Rauxel. Da gehen wir wieder dahin, wo du hergekommen bist. Vielleicht kriegen wir für dich noch Dosenpfand raus. Und hör mal zu, du. Ja? Nimm mal den Wischmopp vom Kopf. Mensch, ist ja unterirdisch. Genau. Also, ich glaube, das wird nichts mit Superkanzler die nächsten 4 Jahre, ne? Deutschland ist auf sich alleine gestellt, aber ihr kommt auch so zurecht. Toi, toi, toi. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Wählerinnen und Wähler, in 4 Jahren ist es wieder soweit. Dann werden Sie wissen, dass wir als Bundesregierung eine hervorragende Arbeit geleistet haben. Jedenfalls ist das Wahlergebnis eindeutig. Es ist ein großartiger Erfolg für die CDU. Und Moment, die Wahl ist noch lange nicht gelaufen, Frau Merkel. Oh, mir liegt das Ergebnis ja schon vor. Also, Das sind die Umfragen. Von uns aus ändert sich daran nichts mehr. Noch ist Wahlkampf. Das ist wieder typisch. Frau Merkel glaubt, sie sei der Solitär, um die sich alles dreht. Nicht wahr? Aber unser Wahlkampf. Was heißt denn hier unser Wahlkampf? Also Wahlkampf kann ich schon alleine, das kann ich Ihnen sagen. Der Wahlkampf von SPD und mir. Unser Wahlkampf. Ach, Sie machen auch einen Wahlkampf. So, das habe ich auch gar nicht mitbekommen. Das ist wieder typisch. Sogar das machen Sie uns nach. Sie sind doch diejenige, die uns alles nachmacht, was wir erfunden haben. Das sind Sie. Ach so? Nach der Größe der SPD zu urteilen, kann es ja nun nicht sehr viel sein. Was ist denn mit dem Atomausstieg zum Beispiel? Den Atomausstieg haben wir bekanntlich gemacht wegen der Atomkatastrophe in Japan. Nicht? Oder haben Sie die auch erfunden? Es ist bezeichnend, dass Sie Katastrophen brauchen, um unsere Ideen klauen zu können. Sie haben auch den Mindestlohn, haben Sie uns auch gestohlen? Das stimmt doch überhaupt gar nicht. Ich habe als CDU-CSU den Mindestlohn gegen den Widerstand der SPD durchgesetzt. Ich habe nur nicht gesagt, wie hoch er sein soll. Also. Sie tricksen, Sie klauen und Sie lügen. Wieso denn auch noch lügen? Sie lügen beim dritten Rettungspaket für Griechenland. Da lügen Sie. Wer sagt das? Das sagt Gerhard Schröder. Der ist ja der Allerschönste, nicht wahr? Der hat ja das Lügen überhaupt erfunden. Herr Schröder hat bereits im Wahlkampf 2002 die Wähler angelogen über die Höhe der Staatsverschuldung. Ne? Sogar das Lügen haben Sie uns geklaut. Politik findet ja schon lange nur noch statt in Talkshows. Hier haben Angela und Peer ihre eigene Talkshow durchgeführt. Wer hätte gedacht, dass es nach Sturm der Liebe und Leute heute noch was Öderes gibt? Nein, die Politik toppt das. Und wir toppen es nochmal mit unserem ersten Gast, dem Hauptdarsteller aus Sturm der Hiebe und der Triebe, Boris Becker.
Guten Abend. Ja, hallo. Also, hallo. Ich wollte sagen, weil du immer sagst, Boris Becker, ja. Aber dahinter steckt ja eine wahnsinnig personale Personality, wo ich auch den Leuten eine ganze Menge fürs Leben ja auch mitgeben kann. Ah ja, ja. Was sagen Sie dann zur aktuellen Politik, Boris? Ja, also Politik ist ja wahnsinnig durchsetzt so von politischen Zeitungen. Mhm. Und da habe ich also lange überlegt, bis ich zu dem Schluss gekommen bin. Politik ist einfach wahnsinnig komplex. So. Aha, und? Ja, das ist meine Analyse. Ach so. Politik ist Vorhersehung. Der Wähler kann wählen, aber machen kann er ja nichts. So. Nein, nein, natürlich. Wie weit die Vorhersehung geht, das haben wir gesehen beim Rücktritt von Papst Benedikt, dem deutschen Papst, dem Vertreter des Herrn auf Erden. Da waren wir schon ganz entsetzt. Ich möchte nicht wissen, was für ein bedeppertes Gesicht Gott selbst gemacht hat. Nicht mal Angela konnte sich zu seiner Herrin aufschwingen. Heiliger Vater, ich bin sofort zu Ihnen geströmt. Ich habe gehört, Sie haben gekündigt, nach noch nicht mal 8 Jahren. Das ging ja, Pontifex. Warum denn? Quid, quid agis prudenta agas et respice finem. Ach so, ja, da kann ich ja nichts dafür. Dies ire, dies illa. Ja, dies, dies, dies und das. Nicht, das hätten Sie mir sagen müssen. Wie stehe ich denn jetzt da in der Weltöffentlichkeit? Schawan und Gutenberg und Köhler und wer ist der andere Dingens? Wulff. Wulffens. Die haben mich alle vorher angerufen vor ihrem Rücktritt, um mit mir die Modalitäten zu besprechen. Schon aus Dankbarkeit, weil sie durch mich was geworden sind. Ich habe ihnen beim Papstamt den Vortritt gelassen und sie schleichen sich vom Acker des Herrn, ohne mich zu fragen. Wie toll ist peccata mundi. Nein, ich halte überhaupt nicht meinen Mund, nicht? Gutenberg und Schawan, das war etwas ganz anderes. Sie sprechen Latein, das versteht kein Mensch, da versagt auch jedes Schreibprogramm der Computer, nicht wahr? Da ist Ihr Rücktritt eine völlig überzogene Reaktion. Das hätte in Jahrtausenden kein Mensch bemerkt, dass Sie aus der Heiligen Schrift abgeschrieben haben für Ihre Doktorarbeit. Quos ego? Ja, ego. Ja, Ihr Rücktritt war auch ego, nicht? Tritt Gott vielleicht zurück? Wann sagt mir Gott, dass er gebrechlich ist? Sie solidarisieren sich nicht mit den Leiden des Herrn. Der konnte auch nicht vom Kreuz runter. Sie erlösen sich selbst, so. Tunia proprio palio. Ach nee, ich bin sauer. Jetzt bin ich auf weiter deutscher Erde die Einzige mit Anspruch auf Unfehlbarkeit, die im Amt bleiben muss, bis der Tod mich scheidet. Eine muss der Christ sein. Boris, eine Bundeskanzlerin Merkel, bis der Tod uns scheidet? Ja, ich denke, dass ich noch etwas länger lebe wie der Tod, weil ich habe ja auch mit den Weltereignissen mich auf eine Wellenlänge begeben, sodass ich immer den Leuten auch was mitgeben kann. Ja, ja, und das haben Sie auch bewiesen in einem Ihrer weitsichtigen Kommentare. Schauen Sie sich gerade mal sich an. Schaut den Gegner länger als uns. Schaut ihn an. Jetzt kommt der Aufschlag. Unerreichbar. Der Wimbledon-Gewinner 1985 heißt Boris Becker. Also, wenn ich mir das angucke, als Deutschland, als Boris Becker, ich bin ja Geschichte, ich habe eine Ahnung von Geschichte und was Geschichte mit einem macht. Aber so macht man nicht Geschichte und Politik. Es geht nicht, weil der Bürger hat überhaupt gar keine Zusammenhänge. Ich gebe ein Beispiel mal. Die wollen jetzt also Pkw-Maut machen für Ausländer. Gut. Aber gleichzeitig wollen sie für Kleindelikte Führerschein entziehen. Wo ist der Witz? Ja, weil wie viele Kleindelikte gibt es in Deutschland? Also Diebe und Schnellfahrer und Polizeibeleidiger und so, das sind ja 20, 30, 40, 100, 200, 300 Millionen und denen zieht man den Führerschein und die meisten Kleinverbrecher sind Ausländer. Wie kriegt man die Maut dann her? Und wo kriegt man das Geld für den Straßenbau? Ich würde Politik ganz anders machen. Ich würde alle Kleindealer aus Albanien und alle polnischen Jugenddiebe,
Hier würde ich fragen, hast du überhaupt einen Führerschein? Und die sagen nein. Dann sagt man denen, hier hast du einen und jetzt fahren, fahren, fahren und Maut zahlen, Maut zahlen, Maut zahlen. Aber die ganzen Politiker, die sind ja alle nicht auf der Weltrangliste. Und deswegen fühle ich mit denen verpflichtet, weil ich bin ja auch wie die bei einem Thema Weltspitze. Also bei mir ist Schläger und Ball und Netz und grüner Rasen. Da kann ich aus der Distanz Dinge beurteilen, weil wovon ich keine Ahnung habe, da habe ich kein Brett vor dem Mund. Da kommt es zu kreativen Kollapsen. Und nenn mir einen Politiker, bei dem das nicht so ist, wovon die keine Ahnung haben, davon reden sie am meisten. Und deswegen warte ich heute noch auf einen Ruf aus der Politik, weil ich hätte am 7. Juli 1985, da war ich 17 Jahre und 17 Monate alt, den hätte ich nicht verwandeln müssen. Aber das habe ich aber. Ja? Ich habe Dinge geleistet in Deutschland, die kein anderer geleistet hat. Und ohne mich wäre Politik einfach ärmer in Deutschland, vor allem deutsche Politik. Und sag mir ein Politiker, der so auf dem Rasen steht wie ich. Herr Boris, woher haben Sie Ihre fundierten politischen Fachkenntnisse? Ja, aus der Politik. Ah ja. Gilt es doch klar, wenn ich Nachrichten höre wie PKW-Maut zum Beispiel und dann sagen die verschlüsselt, das ist für die Modernisierung von Verkehrswegen, da merke ich zwischen den Zeilen sofort, also mit meiner Bildung, da ist gemeint Ausbau von Straßen. So. Weil Verkehrswege, das sind ja Wege, wo Verkehr stattfindet, also Straßen. Ich nehme Antwort C. Was? Das ist ja Günter Jauch. Ja. Wo bin ich? Bei der komplexen Politik. Und die wird so komplex, dass sich immer mehr Unpolitische ihrer annehmen, wie zum Beispiel Til Schweiger und Christian Rach. Ja, ich weiß, ich bin Til Schweiger. Ich bin bekannt, das ist mir bekannt. Ich habe ja auch Filme gemacht, das müssen Sie jetzt ertragen. Jetzt mache ich sogar Tatort. Aber so richtig mit Kommissar und Verbrechen und Überfällen und so und mit Recht und Ordnung und so. Ich meine, ich will mich jetzt nicht loben oder so, aber was in Großstädten so an Einbrüchen passiert oder so, da ist ja die Aufklärung 10-20%. Mord bisschen mehr, so 30-40%. Aber was wir im Tatort gedreht haben, das ist also jedes Mal Aufklärungsquote über 100%. Fast 200%. Das ist der Wahnsinn. Ja. Ich finde das auch wahnsinnig beruhigend so für das Vertrauen in das öffentlich-rechtliche Rechtssystem. Ja. Was ich nur nicht verstehe, ist, wenn diese Kripo in Deutschland nicht weiterkommt. Warum die die ganzen Fälle nicht lösen lassen von uns, vom Tatort, von mir. Ich kann's ja nicht. Oder in der Politik, da gibt's ja so krasse Kriminalfälle. Warum die das nicht bei uns machen lassen? So? Wo einer nicht weiß, was der andere gelogen hat, oder so Gysi oder so. Ja? Oder Schawan, das ist so eine Schauspielerin, das kennt keiner, ist egal. Die ist Bildungstusse und dann kommt raus, sie hat was geklaut und das war vor 30 Jahren, das aber doch verjährt. Und dann denkt man, sie wird trotzdem gejagt. Warum hat sie einen Raubüberfall gemacht? Ist da jemand ermordet worden oder so? Wie ist das zusammen? Das ist also so scheiße gedreht und ist alles so wirr. Irgendwie, da ist doch noch was anderes dahinter, denkt man. So wie im Vatikan oder so. Ich hätte das ganz anders gemacht. Ich hätte mit der Schawan richtig gearbeitet, so richtig, also als Regisseur auch, das kann ich ja auch, ich bin ja Regisseur auch, ich bin richtig Regisseur. Ja? Und dann gesehen, wie sie richtig besetzt, die Schawan, so mit dem Aussehen, da passt sie doch nicht in die Bildung, das ist doch völlig irre. Ich hätte ihn in den Heimatfilm getan. Guten Abend, liebe Zuschauer. Willkommen bei Rach, der Gassen- und in die Pfannenhauer. Wir haben hier ein schnuckeliges Restaurant.
Das war früher mal ein Riesenschuppen für Massenveranstaltungen. Nannte sich sowas wie Soziale Partygemeinschafts-Datscha, kurz SPD. Dann blieben die Leute weg, weil es gab nur noch Hausmannskost aus dem 19. Jahrhundert, Arbeiterrechte, soziale und Gesundheitsgrundversorgung, alles, woran sich die Leute längst satt gesessen haben. Und jetzt haben sie sich verkleinert vor knapp 4 Jahren, haben ein Vereinsheim draus gemacht, ein Dorfgasthaus und nannten sich Sozialstüble, haben einen scheinbar vermeintlichen Spitzenkoch jetzt engagiert, Peer Steinbrück. Ich schau mir das mal an. Ah, du musst der Peer sein, hab ich recht. Du sagst gar nichts. Ich will mal sehen, warum bei euch der Laden nicht läuft. Jetzt schau mal, was ihr im Angebot habt. Hier Steuererhöhung und Rentenkürzung. Das ist natürlich Kantinenessen. Was habt ihr denn hier für Töpfe, wo die Deckel nicht draufpassen? Aha, das müsste also Honorare-Süppchen sein. Dann hier Bernese mit viel Kanzlergehalt. Clownspeise, wahrscheinlich italienischer Art. Sag mal, Peer, fällt dir was auf? Du bietest ja nur Soßen und Suppen und Tunken und Brühen. Da sind ja nicht mal Beilagen dabei. Mensch, sag mal, Peer, wenn die SPD, wenn die das Jägerschnitzel wäre, dann wärst du die glitschige, matschige Masse, die man drüber schüttet. Verstehst du, was ist denn los mit dir? Wenn ich mir das anschaue, das hat keinen Zweck. Du hast einfach kein Glück und keine Lust. Und wenn ich das alles sehe, Peer, mach dein eigenes Ding. Mach eine Kaschemme auf. Brutzel deine Vorwürfe, brate deine Wünsche. Weil diese kleine SPD, diese zurechtgestutzte Partei, die sozial sein will, aber nur eine Standuhr ist aus Großmutters Zeiten, dieses Mini-Parteichen, Peer, die ist einfach zu groß für dich. Aha. Ja, mit Rach würde Politik wirklich zur Kochshow. Mit Til Schweiger würde sie Oscar-reif. Jedes Amt wäre nur noch eine Trophäe. Oder wie sehen Sie das, Boris? Ja, also ich habe gerade wieder in Twitter eine News abgesetzt. Mhm. Dass für mich Politik ist wie Doku-Soap, 5000 Teile. Man weiß am Ende nicht mehr, was am Anfang passiert ist. So. Ja, das ist eine exakte Einschätzung und ein gutes Schlusswort für Sie, Boris. Es gibt ja immer neue Sichtweisen, wenn Politik auf das ordinäre Leben trifft. Danke, dass Sie da waren und tschüss, Boris. So, und wie sehr Politik und Leben sich immer mehr verzahnen, wie sehr politische Kommentare von Unpolitikern beliebter werden, das sehen wir in einem neuen Klüngel, der sich fern allen politischen Alltags breit macht und sein Vereinswesen treibt an der FDP. Angenehm Brüderle. Der spielt also bekanntlich der heimische Verkoster, der heimische Vorkoster, der heimische Vorsitzende der FDP im Bund. Das dürfte ihn noch bekannt sein, seine kleine Partei am Rande des Weltgeschehens Bundestag. Also, ich wollte die Gelegenheit ergreifen, mich bei Ihnen, beim Wähler, ganz herzlich zu bedanken. Das Ergebnis der Landtagswahl in Niedersachsen hat sich also ausgesprochen positiv ausgewirkt auf die Umfrageergebnisse für die FDP im Bund. Dürfte ihn noch bekannt sein. Wir haben durch Sie, durch den Wähler, durch die Niedersachsenwahl einen solchen Zuspruch bekommen im Bund, dass wir innerhalb einer einzigen Woche in der Demoskopie einen Stimmenzuwachs verzeichnen konnten von sage und schreibe 80%. Wenn morgen Bundestagswahl wären im Bund, käme die FDP im Bund statt auf 2% auf 3,5%. Großartig. Angenehme Rösler. Ach so, das waren Sie, Brüderle. Ich glaube, das ist richtig. Also, ich habe Ihre Bewerbung noch mal durchgeguckt. Passe auf, wir haben Wahljahr. Das ist die Koalitionsaussagen ganz wichtig. Wir sagen über Schwarz-Gelb, aber Ampel ist eben auch möglich. Jetzt haben die aber, Rot und Grün, haben natürlich Dinge im Kopf, die mit uns nicht das Geringste zu tun haben. Zum Beispiel Gleichstellung der Frau. Das ist für uns von der FDP eine Erfahrung aus der Planwirtschaft. Die ist aber untergegangen mit dem Kalten Krieg. Das heißt also, Gleichstellung der Frau wäre für uns von der FDP eine Wiedererrichtung von Mauer, Stasi und Einheitspartei. Das ist Frau Merkel auf der Palme. Ja, dann geht es ums Privatisieren. SPD und Grüne wären
dagegen, wir sind dafür. Wir können uns darauf einigen, dass wir nach einer Wahl SPD und Grüne nicht privatisieren werden. Ja, dann müssen Sie im Schlaf beantworten können, was ist Ausländerintegration? Gut, das sieht man Ihnen schon an. Und warum überhaupt noch FDP? Das hat historische Gründe, muss ich vorstellen. Schloss Versailles zum Beispiel wird jedes Jahr aufwendig renoviert, damit man den Leuten heute klar macht, wie die Leute damals gelebt haben. Aber kein Mensch kommt auf die Idee, die absolutistische Monarchie deswegen wieder in Frankreich zu praktizieren. Mit der FDP ist ganz genauso. Wir sind eine Erinnerung an alte liberale Werte. Kein Mensch kommt auf die Idee, dass wir von der FDP das Liberale heute noch praktizieren. Das sind Sie im Gespräch mit mir. Das müssen Sie immer bedenken, wenn Sie Parteichef werden wollen. Ich bin doch Parteichef. Wo? Bei der FDP. Da habe ich eine dringende Bitte. Bitte. Sagen Sie es keinem. Wie bekannt hatte ja die Stiftung Warentest die FDP nicht mehr empfohlen für das öffentliche Absetzen ihrer Ideen. Und so kam es, dass nicht nur in Bad Homburg ein Kran in einen Supermarkt krachte, sondern auch der lange Arm des Wählers auf die FDP niedergegangen ist bei der Bundestagswahl. Alte Hasen, die dabei überlebt haben, wie Lindner und Genscher, wussten sofort, dass es spätestens jetzt Zeit ist für eine Umschulung. So, wenn die Leute gleich kommen zu unserer Buchpräsentation, sollten wir, ich als Altaußenminister Hans-Dietrich Genscher und Sie als Epigone des Altaußenministers Hans-Dietrich Genscher, nämlich Christian Lindner, das wären in dem Fall Sie, wir sollten sofort die Frage erörtern, die Welt wächst zusammen, wir können nicht nur reden über Deutschland, wir müssen auch reden über das, was weit entfernt ist von Deutschland, nämlich Nordkorea, China und die FDP. Worauf sollten wir noch achten in unserer Buchpräsentation? Auf das Buch. Und dass jedes dritte Wort FDP ist. Aber das macht auch manchmal gar keinen Sinn. Das ist ein Markenzeichen der FDP. Also ich bin doch froh, dass Sie in Führungsfragen zur Partei für mich ergriffen haben. Ich bin immer auf der Seite der Sieger. Na, dann hoffe ich, dass ich nie verliere. Da kann ich Sie beruhigen, auch dann wäre ich auf der Seite der Sieger. Also ich finde, es ist ein nettes Buch. Worüber haben wir noch mal geschrieben gleich? Da muss ich selbst nachschauen. Es war über Europa, Energie und Mädchen. Mädchen? Medien. Ach so. Das ist gar nicht ungeschickt. Das ist manchmal ganz gut, wenn Sie auch politische Ziele so aussprechen, dass Sie auch was ganz anderes heißen können. Reicht das für 250 Seiten? Das sehen Sie doch. Die Leute lesen sowieso nur Anfang und Schluss. Bei uns können Sie sicher sein, dass Sie dazwischen nichts verpasst haben. An Genscher sehen wir, wie sich die Zeit verändert hat. Wenn wir nur denken an die Szene mit Westerwelle ohne Englisch. Als Genscher Außenminister wurde, konnte er auch kein Englisch. Das hat keinen interessiert, zumal er selbst gesagt hat, ich lerne schnell. Heute ist das ganz anders. Heute kann ich vor allen Dingen kein Französisch. Inzwischen spricht die gesamte FDP-Riege nicht mal mehr Deutsch. Zumindest hat der deutsche Wähler in der letzten Zeit von der FDP kein Wort verstanden. Guten Abend.